Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Zero für die Nintendo Wii. Letztes Mal haben wir uns hier in dieses Labor begeben. Der Kanister steht im Weg, den möchte ich eigentlich nicht aufheben. Ich möchte gucken, ob ich die Tür aufkriege hier. Aha, verschlossen. Moment. Verschlossen, die können sie nicht öffnen. Schlecht. Nicht gut. Gegenteil von gut. Gucken wir uns doch jetzt erstmal hier die Probe an, wie die aussieht. Moment. Untersuchen. Die Kapsel scheint einen Egel zu enthalten. Der Deckel lässt sich nicht öffnen. Vielleicht ist er versiegelt. Okay. Das heißt, da müssen wir die Chemikalie für haben. Ich denke mal, dass das die rote da ist. Oh, hier geht's runter. Guck mal glatt, wo ich da hinkomme, wenn ich runtergehe. Aha. Vielleicht komme ich gleich schon dazu, mich mit Billy wieder zu treffen. Aber ich werde erstmal hier oben den anderen Raum noch kontrollieren. Weil man sollte ja immer vorsichtig sein. Vielleicht trifft man da auf etwas, was man nicht sehen möchte. Ich fand schon mal gut, dass ich diese Kopie da unten erledigt habe, die da unten rumgelaufen ist. Weiß zwar nicht, wofür das wichtig war, aber Hauptsache ein Gegner weniger, nicht wahr? Zumal mit Billy ging das ja ganz schnell. Der hat ja 4 Schrotflintenschüsse draufgehauen und das war's. Beziehungsweise 3, glaube ich. Oh je. Der steht doch bestimmt wieder auf. Ich wusste es. Tritt drauf, tritt drauf. So, Kopf ab. So. Der ist tot. Da liegt wieder eine Notiz. Akten zum Egelwachstum. 3. Februar 1978. Habe 4 Egeln Tee verabreicht. Zunächst leben sie als Parasiten und Raubtiere. Dann vermehren sie sich. Dank dieser biologischen Merkmale sind sie ideale Kandidaten für die Biowaffenforschung. Ansonsten wurden keine Änderungen beobachtet. 10. Februar. Seit Verabreichung von Tee sind 7 Tage vergangen. Größe rapide verdoppelt. Erste Anzeichen der Verwandlung. Mehrere Vermehrung erfolgreich. Ihre Anzahl verdoppelt sich in einer Stunde. Aber ihr Heißhunger führt zum Kannibalismus. Schnell, Futtermenge erhöht, aber 2 wurden gefressen. 7. März. Habe ihnen Lebendfutter gegeben, aber die Hälfte verloren, weil Lebendfutter sich verwehrte. Die Egel lernen jedoch aus Erfahrung zu gehen und gemeinsam Angriffen über. Keine Anzeichen mehr von Kannibalismus. Ihre Entwicklung übertrifft alle Erwartungen. 22. April. Individualität der Egel selbst bei Fütterung nicht mehr präsent. Sie bewegen sich als Gruppe. Fressen mit erstaunlicher Effizienz alles, was ich ihnen gebe. 30. April. Ein Mitarbeiter hat meine Experimente entdeckt. Sind Menschen als Futter geeignet? Wie reagieren die Egel? 3. Juni 78. Ein denkwürdiger Tag. Heute haben sie mich nachgemacht. Sie erkennen also ihren Vater. Wunderbare Kinder. Ihr gehört mir allein. Akten zum Egelwachstum mitgenommen. Das ist erstmal wichtig. Denke ich. Da liegt auch Schrotgewehrmunition. Die ist für Billy wichtig. Der Typ ist übrigens tot. Was mit ihm hier? Er hat keinen Hunger. Den kann ich auch nicht schießen. Der wird bestimmt später aufstehen. Okay. Was haben wir denn hier? Es wurde mit frischer bioorganischer Flüssigkeit gefüllt. Die umliegenden Geräte sind in Betrieb. Oh Mann. Ja, das Problem ist natürlich jetzt bei Rebecca. Wir haben keine Möglichkeit, die Schrotgewehrmunition mitzunehmen. Was ist das eigentlich hier für ein Knopf? Moment, Moment. Sieht aus wie eine Art Chemikalie ins Mischset geben. Sie haben die rote Chemikalie ins Mischset gegeben. Was ist das denn für eine Chemikalie? Findet sich. Allein scheint sie nutzlos zu sein. Verwenden? Nein. Kombinieren? Vielleicht hiermit? Geht nicht. Alles klar, das heißt wohl, das ist eine Art Container, mit dem ich grüne Kräuter dann zusammenmischen kann. Scheint sich um ein Gerät zu handeln, in dem ein Gas ins Zimmer neben angepumpt wird. Im Moment ist das Gerät leer. Okay. Was passiert, wenn ich da die Probe reingebe? Okay. Das passiert, aber da passiert auch nichts. Alles klar. Das heißt, da muss ich irgendein Gefäß reinfügen. Okay. Das ist natürlich sehr suspekt, das Ganze. Das merken wir uns einfach mal. Ist diese Tür auch zu öffnen? Laut Dingens ja. Laut Angabe hier ja. Okay, gehen wir mal durch. Vielleicht hätte ich mal gucken sollen, ob ich da eine Tür öffnen kann, damit Billy zu mir kommt. Weil allein wird das langsam ziemlich gefährlich. Ein einfacher Aufzug zum Transportieren von Objekten. Er scheint mit einer Bibliothek verbunden zu sein. Moment.
Oh oh, ich habe da was gehört hinter mir. Dafür müsste erstmal Billy da hinkommen. Oh, ich glaube, der hat voll gesessen und Kopf weg. Wow! Was machst du denn da? Du, verpiss dich. Stirb, 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 stirb. Noch einer. Oh. Na, verpiss dich. Lass mich los. Und stirb einfach. Nicht nachladen. Nicht reload. Oh Mann. Okay, Rebecca ist natürlich jetzt angeschlagen. Ist natürlich sehr lecker, die Situation für Rebecca. Ah. Erste Hilfe Spray. Und, oh, grün. Grün. Sieht aus wie eine Chemikalie ins Mischset. Ja. Die rote Chemikalie ist bereits im Mischset. Chemikalien zugeben? Ja. Die grüne und rote Chemikalie wurden zu einem Verdünner vermischt. Oh. Moment, Verdünner ist das nicht? Ja, wir haben es. Okay, alles klar. Untersuchen. Eine blaue Skulptur in Form eines Egels. Okay, wir haben also jetzt den Egel freigeschaltet. Aber wir können jetzt erstmal das erste Hilfespray nehmen. Das ist jetzt erstmal viel wichtiger. So, wir haben den Verdünner gefunden. Sehr schön. Sofort verwenden. So, jetzt ist Rebecca wieder fit. Und wir können jetzt erstmal hier die Notiz aufheben. Untersuchungsbericht. Dr. Marcus, Mitbegründer mit Präsident Spencer von der Umbrella Corporation. Vor 10 Jahren verschwunden. Die Ergebnisse seiner Forschung wurden seither unter Verschluss gehalten. Der Grund wurde hier in der von Dr. Marcus geführten Ausbildungsstätte deutlich. Nun, nicht direkt hier, sondern im Keller. Alles wurde klar, als wir dorthin hingingen. Wir fanden den Beweis für Dr. Marcus' Arbeit an einem T-Virus-Prototypen namens Progenitor. Scheinbar benutzte er jahrelang Mitarbeiter des Unternehmens als Versuchskaninchen. Wir wissen nicht, wie viele er für seine Arbeit missbrauchte, doch den Indizien zufolge waren es mindestens 20 Personen. Einige wurden absichtlich getötet, um das schreckliche Geheimnis zu bewahren. Der derzeitige Aufenthaltsort des Doktors ist unbekannt. Angesichts des rapiden Wachstums der Umbrella Corporation in der letzten Zeit glaube ich nicht, dass diese Forschung noch verläuft. Nein, ein Experiment lebt und wächst im Geheimen. Diese Dinger, die Früchte seiner Arbeit, sind überall in der Anlage. Die restlichen Seiten des Notizbuchs fehlen. Okay, wir haben wieder eine Datei gefunden. Vielleicht sollte ich mal mir die Datei anschauen. Ich gucke mir mal die Datei. Nee, auf der Karte. Auf der Karte werde ich wohl nichts Interessantes finden für mich. Ich kann mal natürlich die Datei wieder öffnen. So. Und wir haben jetzt schon 3 Berichte aus der Datei 3. Ich glaube, es gibt nur 3 Bereiche in dem Spiel. Auf dem OP-Tisch liegt irgendein mysteriöses Ding. Ja, toll. Wenn du dieses mysteriöse Ding erkennst, dann kannst du doch was machen, oder nicht? So, was ist hier? Diese Tür ist mit einer Büste von Marcus verziert. Im Sockel ist eine Öffnung mit irgendein Objekt. Jetzt bin ich natürlich im Überlegen. Gebe ich das Ding runter? Oder mache ich hier auf? Vielleicht kann ich das Ding ja wieder rausnehmen. Ich versuche mal hier diese Büste einzulegen. Mal gucken. So, reinlegen. Es passiert nichts. Sie verwenden vielleicht den falschen. Okay. Alles klar, ich habe den immer noch. Ah, ich glaube, ich brauche dann eine grüne Probe. Wenn das schon so aussieht, muss man bestimmt auf die Farben achten. Okay, das heißt, ich werde mal ja zur Bibliothek schicken. Geh mal auf. Ich schicke mal dieses Amulett blaue Egel, schicke ich runter. Für Billy. Der kann es ja dann eventuell verwenden, wenn er überhaupt da dran kommt. Das Problem ist ja, ich glaube, dass ich mit Billy gar nicht dahin komme. So, switchen wir mal. Ja, Billy, cooles Handgelenk hast du, ne? Ja, sehe ich genauso. So, aber ich komme hier nirgendwo hin. Das ist natürlich mies, weil hier fehlt was, um die Tür zu öffnen. Ein Gerät zur Eingabe der Kombination, aber da etwas fehlt, kann man es nicht benutzen. Ach, Moment, Bibliothek. Die Bibliothek war doch hier. Das war doch die Bibliothek, oder nicht? War die Bibliothek. Da sind viele Bücher. Ah, der Typ ist aufgestanden. Sehr schön. Oh, ist er tot? Ich hoffe es für ihn. Das war mir klar, dass er aufsteht.
So, aber jetzt haben wir auch hier nichts mehr zu befürchten. Das ist doch schon mal was Schönes. Ah, hier ist er doch. Wunderbar. Wir machen mal auf. Ah, da ist er. Da befindet sich etwas. Ich hoffe nur, ich habe Platz. Natürlich nicht. Weniger schön. Alles klar, was können wir denn vom Billy jetzt ablegen? Was braucht er im Moment nicht? Das grüne Kraut braucht er eventuell mal nicht. So, grünes Kraut können wir ablegen. Das können wir uns ja auch eventuell noch holen. Später. So. Darin befindet sich etwas. Wir nehmen das blaue Egelamulett natürlich mit, damit wir die Tür aufkriegen von dem blauen Egelviech da. So. Gut. Wunderschön. So. Das heißt, Rebecca muss quasi mit ihrem Mischset arbeiten, um mit dieser roten und der grünen Chemikalie arbeiten zu können, damit wir den Verdünner herstellen können. Das ist schon mal gut zu wissen. Damit wir hier vorankommen. Aber gut, dass wir das schon mal erledigt haben. So, dann wollen wir mal das blaue Egelchen einsetzen. So. Und es reagiert. Sehr schön. Das Schloss wird geöffnet. Okay. Was ist denn dahinter? Was kann ich dahinter wohl vermuten? Große Räume, zwei Stück. Oh je. Ja, wir trauen uns. Bleibt ja nichts anderes übrig. Oh Mann. Nichts gut. Was ist das denn hier für ein Raum? Wasser. Skelett, was liegt da drin? Was ist das? Was liegt da? Eingangsspule. Cool. Die nehmen wir mal mit. Will ich bestimmt noch brauchen. Hier ist noch etwas. Was ist denn da? Ah, ein Bild. Auf der Rückseite des Fotos steht etwas. Für James, zur Erinnerung an deinen Abschluss 1939. Altes Foto mitgenommen. Oh oh. Judging from the age, that guy could be Marcus's son or grandson. Okay. Interessant. Noch mehr. Pistolenmunition. Oh ja. Ganz wichtig. Nimm mit. So. Was haben wir denn hier noch? Ein riesiges Aquarium. Im Wasser treiben mysteriöse Objekte. Kann ich natürlich nicht kaputt schießen, obwohl ich dagegen schieße. Naja. Und Farbband liegt da. So sieht es zumindest aus, als wäre es Farbband. Aber ich kann es nicht tragen. Ja, okay. Ist denn hier noch irgendwas von Belang für mich? Da ist noch eine Tür, zu der ich wohl nicht hinkomme. Weil er nicht hingeht. Da steht was vor. Oder vertue ich mich da? Nee, nur falsche Richtung. Was ist denn das Gelbe? Was hat er denn da gesehen? Achso, das ist das Farbband. Okay. Alles klar. Natürlich merkwürdig. Das ist natürlich merkwürdig, was wir hier alles so finden. Schauen wir doch mal jetzt in die Dateien. Weil ich bin ja eigentlich nicht erpicht darauf, alles zu finden, aber ich würde gerne wissen, was ich in Datei 2 vergessen habe. Naja, egal. Wird sich schon irgendwie noch herausfinden, denke ich. Gehen wir mal hier rein. Mal schauen. Da ist was. Ich wusste es. Ich wusste es, dass da jemand ist. Das war jemand. Okay. Die wollten mich also Step-by-Step erschrecken, ja? Das hat ja nicht ganz geklappt mit eurem Step-by-Step erschrecken. Was haben wir denn hier? Aha. Das ist die grüne Skulptur. Aber wir haben auch diese Eingangsspule. Die muss man bestimmt auch noch verwenden. Ich werde jetzt erstmal was ablegen. Oh, erstmal ganz wichtig, kombinieren hier, Waffe. Ja, ich bin eigentlich darauf aus. Moment, ich mache es. Auch wenn ich es eigentlich bereuen werde. Zwei Schuss weg. Das mache ich normalerweise nie. Also ich werde es noch bereuen, da bin ich mir sicher. So, damit ich eben halt diese komische Skulptur noch mitnehmen kann. Um sie der guten Rebecca zu schicken. So, haben wir das auch. Wir haben die Eingangsspule und dieses grüne Viech. So.
Wir haben hier jetzt, glaube ich, den Weg geräumt. Soweit. Also die Zombies gehen ja noch. Da ist jetzt nichts so Wildes. Sag ich mal, da kippe ich jetzt nicht von aus der Latschen oder so. Aber es gibt trotzdem schon Dinge, die ich gerne anders hätte. Bin ich ehrlich. Guckt er sich das Bild auch an, ne? Das Bild ist ihm für ihn uninteressant. Naja, wir haben das grüne Skulptürchen. Das können wir natürlich jetzt verwenden. Und der guten Rebecca schicken. Dass sie das mal in die Tür einsetzt für sich. So. Moment, die Eingangsspule, kann ich die vielleicht hier benutzen? Glaube ich eher nicht, aber. Ich glaube nicht, dass hier die Eingangsspule hinkommt. Die Eingangsspule kommt bestimmt da oben in dieses eine Ding da rein. Gucken wir mal. Bringt die Seilbahn wieder in Bewegung. Seilbahn? Welche Seilbahn? Ich habe noch keine Seilbahn bis jetzt gesehen. Merkwürdiges Ding. Naja. Egal, wir gehen jetzt wieder in die Bibliothek und schicken der guten Rebecca mal ihre Sachen. Beziehungsweise ihre grüne Skulptur. Dann kann sie die verwenden. So, einmal wieder davor stellen. Ja, zum OP-Raum schicken. Vielleicht muss ich auch beides schicken. Oder es geht nur eins. Man kann nur eins schicken. Okay. Alles klar. Switch. Mal gucken. Mach mal auf. Da müsste jetzt was für dich drin sein. Genau. Das grüne Dingen. Ja, Amulett grüner Egel. Was ist das mit den Egeln? Ist ja schon gar nicht mal so schlecht gemacht. Vor allem mit dieser Egelprobe da, die wir da hatten. Das ist immer ganz gut gelungen. Aber die liegen hier immer noch. Also, ich habe das Gefühl, die stehen auch irgendwann wieder auf. Ganz ehrlich. Zack, zack. Oh, das liegt einfach nur daran, dass wir den Raum noch nicht geöffnet haben. So, was ist denn noch hier? Aha, Erste Hilfe Spray liegt hier noch eins. Zu der Statue komme ich nicht hin. Der OP-Tisch wurde umgeworfen. Es ist scheinbar erst vor kurzem passiert. Das müssen die Zombies gewesen sein, die hier gewesen sind. Tja, Leute. Wir haben jetzt zwei Optionen. Ich denke mal, ich werde jetzt erst hingehen und speichern. Das ist mir jetzt sicherer. Weil, wer weiß, was hier noch passiert. So, ich gehe jetzt erstmal zurück und speichere. Wer weiß, was hier noch auf mich lauert, Leute. Ich bin da ganz ehrlich. Hab da eigentlich ein bisschen Bammel vor. Was hier noch alles passieren kann. Ne, sie hält noch nicht drauf. Ich hätte es eigentlich dafür wetten können, dass der Typ aufsteht. Aber das kommt wahrscheinlich erst später dann. Gut, wir haben da wieder Gewehrmunition. Gut zu wissen. So. Ich glaube, hier war falsch. Aber ich bin mal wieder falsch abgebogen. Natürlich. Natürlich biegt der Rabe wieder falsch ab. Naja, das kennt man ja von mir. Nicht wahr? Ah, ich muss gleich wieder lernen. Ich will das gar nicht. Naja, egal. Muss ich durch. Zumal, kennt ihr das nicht auch, wenn ihr irgendwas schon von vorher kennt und es wird jetzt sowas von kleinlich gemacht, beziehungsweise sowas von mathematisch dargestellt? Also. Das gefällt mir ja teilweise gar nicht. So, Moment. Moment, 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 Moment. Die Tür war abgeschlossen. Und hierdurch kann ich gehen. Ich fände es ja nicht mehr schlecht. Ich fände es ja nicht schlecht, wenn wir den Greifhaken irgendwann los würden. Ja, bin ich ja ehrlich. So, ich werde jetzt erstmal speichern. Und dann mal da runter gehen. Weil da war ich ja noch nicht. Da ist eine Schreibmaschine. Wir zeichnen erstmal Daten auf. Es ist mir vollkommen egal, wie lange ich brauche in dem Spiel. Also wie gesagt, ich weiß, dass bei Resident Evil, vor allem von diesem Kaliber, es immer so ist, wenn man es möglichst schnell durchspielt und möglichst wenig Speicher, kriegt man ein großes, also ist so hoch zum Runterspringen. Okay. Will ich ja gar nicht. Alles klar. Hat sich das auch erledigt. Da haben wir nur noch einen Weg. Dass man dann so besondere Goodies kriegt, darauf bin ich gar nicht aus. Ich möchte das Spiel einfach nur einmal erleben. Ein Speedrun würde ich nie von so einem Spiel machen. Das lohnt sich einfach für mich nicht.
Ich würde mir selber auch solche Speedruns wahrscheinlich gar nicht zumuten. Das wäre für mich wahrscheinlich gar nicht machbar, bin ich ehrlich. Ich bin ja oft der Meinung, dass vieles machbar ist, aber das wäre definitiv nicht in meinem Ermessensspielraum. So, dann wollen wir doch jetzt mal da hinten in diese eine Tür. Wir haben ja diesen grünen Egel schon eingesetzt, somit ist die Tür offen. Ich weiß aber nicht, stehen die Zombies vielleicht wieder auf? Also ich bin mir da nicht so sicher, Leute. Ich habe ehrlich gesagt einen Bammel davor, dass sie wieder aufstehen. Vor allem, die arme Becky ist jetzt da oben. Jetzt überlege ich mal, die arme kleine Rebecca. Was soll die da oben alleine machen? Oh, sie sind weg. Heißt das jetzt, das ist erledigt, das Thema? Dann bin ich ja beruhigt. Oh, das ist ja gut. Da haben wir wieder die Chemikalien. Moment. Wenn ich die Chemikalie grün nehme, wenn ich die jetzt da reingebe, kann ich die jetzt eigentlich heilen? Ach Mann, Mist. Nein. So. Ich guck mal, untersuch mal. Anscheinend hat sie eine neutralisierende Wirkung bei Giften. Ah, es ist ein Gegengift immer noch. Okay. Alles klar. Dann gehen wir mal hier jetzt durch. So, Augen zu und durch. Das Letzte, was wir jetzt in diesem Video noch machen. Oh Mann. Oh oh. Ich höre da was. Da liegen. Ich habe gesagt, bleib da liegen. So. Mann, Mann, Mann. Wenn du die Viecher hier schon so krabbeln, hast du schon so viel. Oh, ist das hier so eine Leichenschauhaus? So ein Leichenschauhaus? Oh Mann. Das kann ja was geben. Der alte Rabe im Leichenschauhaus. Ja, ich wusste es ja gerade zu. Schlag, Kopf weg. Danke. So. Wir haben hier noch mehr Muni. Sehr schön. Munition kann ich nicht genug haben. Immer her damit. Ich bin da sehr verschwenderisch. So. Was ist denn hier? Eine Leiche in einem Plastiksack. Sie wurde wohl einfach hineingestopft. Was ist das denn hier? Ein Reiskocher? Desinfektionsmittel mitnehmen? Ja, warum nicht, ne? Bestimmt noch benutzen für irgendwas. Diese Behälter sehen aus, als würden Leichen darin aufbewahrt. Ein seltsamer Geruch strömt aus. Ja, da sagst du was. Wir haben ein Desinfektionsmittel gefunden. Ah! Moment. Jetzt weiß ich's. Das Desinfektionsmittel kommt bestimmt da in den Kanister rein, da. In diesen Kanister. Bestimmt. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das da reinkommt. So. Alles klar, Herr Kommissar. Dann weiß ich auch, wie das jetzt funktioniert wird. Beziehungsweise hab eine Vermutung. Ich denke auch, dass das richtig ist. Ich kann mir das Desinfektionsmittel ja nochmal angucken. So ist das ja nicht. Warte, erstmal aufgucken, ob der hier aufsteht. Stehst du auf? Der steht immer noch nicht auf. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der nicht aufsteht. Untersuchen wir das doch mal. Dieser kleine Behälter enthält eine Chemikalie zur Desinfizierung für virenverseuchte Räume. Na, sehr schön. Da haben wir es doch. Das muss hier rein. Ganz klar. Das muss hier rein. So, rein mit dem Kanister. Ich weiß, ich habe gerade gesagt, wir machen jetzt nichts mehr, aber... Oh nein. Da ist ein Zombie drin. So. Willst du nicht aufstehen? Der steht bestimmt auf. Der da drin ist. Der liegt ja nicht umsonst da. Der bleibt, der ist auf jeden Fall lebendig. Das hat man daran gesehen, dass sie automatisch anvisiert hat. Zuchtraumschlüssel mitnehmen. Ja, nehmen wir mal mit. Der andere ist jetzt auch aufgestanden. Sag ich doch! Das wusste ich. Dass du jetzt aufstehst. Lass mich los. Stirb, 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 stirb. Okay, alles klar. So, Zuchtraumschlüssel. Schauen wir uns den nochmal an. Ein Schlüssel mit dem Gesicht eines so abscheulichen Monsters. Vielleicht ist er gar nicht für Rebecca, sondern für Billy. Oder hat sie hier oben eine Tür, die sie nicht betreten kann?
Ja, gut, sie hat zwei Türen, die sie nicht betreten kann. Kuriose Geschichte auf jeden Fall. Ich glaube, die Tür konnte sie nicht aufschließen, nicht wahr? Genau, die konnte nicht aufgeschlossen werden. Beziehungsweise man sagt, die ist abgeschlossen, aber ist sie gar nicht abgeschlossen. Aber hier ist eine. Verschlossen. Die können sie nicht öffnen. Auch nicht mit dem Zuchtschlüssel? Okay. Dann wird er bestimmt für Billy sein. Weil ich denke mal, dass sie hier oben eigentlich alles so weit beräumt hat. Nee, noch nicht. Falsch. Falsch, falsch, falsch. Das stimmt nicht. Halt, halt, halt. So hast du nicht recht, Dennis. So stimmt das nicht. Ja, liebe SWR3-Band, ich heiße Dennis. Das ist richtig. Bringt mich jetzt eigentlich mal wieder so dazu, mal wieder live zu korrigieren. Ah, sie haben den Zuchtraumschlüssel benutzt. Diesen Schlüssel brauchen sie nicht mehr. Weg damit. So, rein da. Ich wette, da kommen jetzt richtig fette Viecher. Und ich sterbe, weil ich bin im Vorsichtbereich. Es ist ruhig. Zu ruhig. Eindeutig. Ja, ja! Nein! Hunter! Verpisst euch, ihr Scheißviecher. Nicht nachladen, Becky! Halt drauf! Becky! Boah. Okay, sie sind tot. Und wir haben unsere Ruhe. Berichte über bioorganische Waffen. Die bisherige Forschung zeigt, dass bei Verabreichung des Progenitor-Virus an lebende Organismen drastische Zelländerungen an einen Systemzusammenbruch verursachen. Es wurde keine erfolgreiche Methode zur Steuerung der Organismen bei ihrem Einsatz als Waffen gefunden. Eine bessere Koordinierung auf Zellebene ist unerlässlich für weiteres Wachstum. Ich habe einige Experimente durchgeführt, um eine Lösung zu finden. Hier ist mein Bericht. Insekten. Da diese uralten Tiere seit Jahrtausenden genetisch stabil sind, zeigten sie nach Verabreichung des Progenitor-Virus nur explosives Wachstum und erhöhte Aggressivität. Sie eignen sich wohl nicht als bioorganische Waffen. Amphibien. Bei einem Frosch führte der Virus zu verbesserter Sprungkraft und anormalem Zungenwachstum. Keine Veränderung in Bezug auf Intelligenz. Krankhafter Heißhunger ließ das Testobjekt willkürlich alle beweglichen Objekte angreifen. Nur begrenzt als bioorganische Waffe geeignet. Säugetiere. Gekreuzt mit Zellen-DNA von Affen führte der Virus zu erhöhter Fruchtbarkeit. Die erzeugten Jungen sind sehr aggressiv und weisen auf höhere Intelligenz auf. Eine Nebenwirkung, Verlust der Sehkraft, dies wird aber durch ein besseres Gehör ausgeglichen. Auch sie eignen sich leider nicht als Waffen. Fortschritte sind scheinbar nur möglich, wenn Menschen als Basis benutzt werden. Oh mein Gott. Ist ja sehr toll, sowas zu lesen. Oh Mann, was liegt denn da? Ich möchte nicht wissen, was das ist. Wenn ich das aufhebe, kommt bestimmt noch irgendwo ein Hunter raus. Gehe ich mal von aus. Ich gehe jetzt einfach mal hin, werde erstmal meine Waffe nachladen. Das ist das allererste, was ich mache. Wir sind im orangenen Vorsichtsbereich. Alter Spalter, das ist gar nicht gut. Deswegen habe ich mit Becky auch immer das Farbband dabei, weil bei ihr bin ich überaus freaking vorsichtig. So, wir müssen irgendwo noch hier Kräuter liegen haben. Ich habe erst gedacht, das ist einer von diesen bekloppten Progenitor-Typen oder von diesen Kopien. Dabei sind es Hunter gewesen. Oh mein Gott. So, habe ich irgendwo Kräuter, die ich aufgelesen habe? Natürlich nicht. Aber es gab hier Kräuter, da bin ich mir ziemlich sicher. Und auch ein Erste-Hilfe-Spray. Ich weiß nur nicht genau wo. Oh Mann. Oh Mann. Bammel, Bammel. Moment. Habe ich hier nicht eins liegen lassen? Irgendwo? Ne, hier war keins. Hier waren nur die Typen, die ich getötet habe. Aber hier war eins. Hier war ein Erste-Hilfe-Spray. Das kann ich verwenden, das ist gut. Mann, Mann, Mann. Also mit Becky müssen wir jetzt soweit hier alles gecleant haben. Bin ich mir ziemlich sicher. Dass wir mit Becky hier alles soweit bereinigt haben wie möglich. Es gibt, glaube ich, nur noch eine Tür, die sie nicht aufmachen konnte. Und das war die, die da ja zu sehen war. So, erstmal sofort Erste-Hilfe-Spray nehmen. Gucken wir mal jetzt. Ich bin übervorsichtig, ich weiß. Diese eine Tür haben wir noch nicht besucht. Alles andere haben wir schon. So, das ist natürlich sehr toll, dass wir das alles gemacht haben jetzt. Auch in dieser Folge vor allem.
Ich wollte eigentlich schon vor 5 Minuten Schluss machen oder so, aber ich denke, ich ziehe noch mal ein bisschen an, bevor ich mich endgültig in den Lernmodus begebe. So, da haben wir den Zuchthausschlüssel hergehabt. Also das, ich finde das irgendwie, also rätselmäßig war das bis jetzt nicht so anfordernd. Vielleicht kommt da ja noch was, also ich bin mir da nicht so zu 100% sicher, da kann ja durchaus noch was kommen. Ich halte immer mich eigentlich bedeckt, wenn es um sowas geht, um solche Vermutungen, aber bis jetzt war es durchaus machbar. Natürlich habe ich mich bei dem Schachrätsel dumm angestellt. Das Tierrätsel habe ich eigentlich ganz gut hingekriegt, wie ich finde. Das war im zweiten Anlauf was fertig. Fand ich gar nicht so schlecht. So, was haben wir denn da liegen? Was liegt denn da? Ah, die Zahlenscheibe. Die nehmen wir nur glatt mit. Die ist für Billy. Sport Billy. Da, 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 da. So, und wir müssen da bestimmt die Daten aus der Datei verwenden, die wir da hatten. Aber ich würde sagen, liebe Freunde, ich werde gleich den Schnitt setzen. Weil wir haben jetzt einiges erledigt. Ich würde sagen, wir sind sogar ziemlich gut vorangekommen. So, hier fehlt eine Datei und hier haben wir schon die erste Hälfte. Also, ich glaube, so viel kann da nicht mehr kommen. Bis jetzt habe ich zumindest das Gefühl, dass da nicht so viel kommen kann. Aber wer weiß, also es ist ja durchaus möglich, dass der alte Rabe mal wieder total irrt. Aber gut, dass Billy da unten ist. Weil ich denke mal, dass Billy es schwerer haben wird, hier durchzukommen. Jetzt gucke ich nur schnell, wo ist der Speicherraum? Natürlich hinter mir. Sehr schön. So. Was soll ich jetzt nur großartig sagen? Außer nein, Quatsch. Ich werde jetzt speichern. Der Teil ist wirklich endgültig zu Ende, weil sonst schaffe ich das mit dem Lernen nicht mehr. Ich muss wirklich einiges mir da einballern, vor allem an Mathematik für dieses Fach, was ich eigentlich total sinnlos finde. Aber was will man machen, ne? Es ist halt einfach so. Nehmen wir es hin, wie es ist. So, ich speichere zum 21. Mal im Maschinenraum und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Resident Evil Zero, sprach der Raven halt nimmermehr.